Moin, liebe Satisfier. 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 Es ist wieder Dienst für euch, es ist Freitag. Aber heute ist Freitag, heute ist sogar Urlaubsbeginn. Ich habe jetzt eine Woche lang Urlaub. Und während wir hier drauf noch warten, noch was ganz Wichtiges. Herrlich. So, Urlaub. Ah. Oh, das ist aber ein guter Anlasser. Ja, schon mal einen Topf an, klar. Das hätte ich schon längst machen können. Wenn euch das Brett so wie hier zu doll hin und her rutscht, ne, macht einfach ein feuchtes Tuch drunter. Denn es saugt sich das da schon so halbwegs fest. Aber es gibt ja auch Gründe, warum ich die Haut nicht auch von der Tomate runtergenommen habe. Da habe ich auch keinen Bock, da jetzt ein Tuch drunter zu machen. So, da rühren wir schön unter. Oh, und der muss rein. Oh, der muss ganz dringend rein. Hey, hör auf, Mann. Was ist mit dir los? Ja, schönen guten Tag, ich bin Stufe 1 und ich komme überhaupt nicht klar. Was für eine Glaubhaftigkeit dieser Kanal haben muss, weil ich es nicht mal geschissen kriege, eine Scheibe Toast fertig zu machen. Und dann kommen ja einfach wieder die hohen Künste des Anrichten ins Spiel. Auch da würde wahrscheinlich jeder Italiener sagen, so, ey Mann, bist du völlig bescheuert? Warum haust du da Käse drauf, Mann? Was ist mit dir denn los? Bisschen was an. Ah, wartet, besser. Salat wird halt sofort matschig, wenn man ihn anmacht. Nicht im Sinne von, ey, scheiß Salat oder von, hey, du geiler Salat. Nee, sondern... mit Soße. Schön mit den Fingers hier drin rumpulen. Das ist erlaubt. Wenn ich hier jemanden erwischt, der irgendwie sich dafür einen Handschuh anzieht und mit einem Löffel da drin rumpult, den werde ich persönlich finden. Jetzt ist hier zwar schon Flüssigkeit drin und wie beim letzten Mal ist hier auch wieder was im Boden. Jetzt holt er seine komische milchige Flüssigkeit hier. Ah, Berber. Oh, auf der Aufnahme kann man bestimmt nichts mehr erkennen, ne? Aber ich ziehe das durch. Und es ist mir auch egal, ob ihr was seht oder nicht. Auf die Brote verteilt. Nee, Maus, willst du? Aber sag das nicht der anderen. So, dann muss aber lang. Mehr gibt's nicht. Nee. Ist durch jetzt. Komm, geh mal weg. Nein. Und verpetz mich nicht. Sonst schieße ich André gleich auch hier. Fuck. Au. Oh ja. Oh, heute bin ich aber wirklich in desaströser Stimmung hier, Alter. Hier ist ja nur Chaos. Überall ist Fett hingespritzt. Käsesoße ist hier überall hingespritzt. Alles wird gut. Ich halbiere die und ich hole jetzt das komplette Innenleben raus. So viel zum Thema Materialverschwendung. Ich nehme alles wieder zurück. Der Klassiker. Ich erzähle euch wieder nur ein bisschen. Zählt er hier ein von Materialverschwendung? Was für ein Bullshit. Nein. Ich hätte einfach nur keinen Bock auf den Aufwand. Wollen wir gar keine großen Geschichten erfinden. Bevor wir hier rangehen, erstmal Hände waschen. Sollte man sowieso immer tun, wenn man mit Lebensmitteln arbeitet. Fingernägel braucht ihr nicht unbedingt sauber machen, denn wenn ihr hier mit dem Mischen fertig seid, dann sind die sauber. Das dritte Teil geht jetzt ein letztes Mal ins heiße Fett. Währenddessen baue ich schon mal meine eigenen Burger fertig. Och, komm hier. Erst ein Stimmlaut wird. Hey, was ist denn hier los? Mach einen Abgang. Und? Alles cool? Habt ihr euch beruhigt? Jetzt stehe ich hier mit Kopf im Nacken, damit ich euch die richtig filmen kann. Wie bescheuert. Was ist denn los? Das sind Zwiebeln. Nee, das ist nichts für dich. Na, toll. Nee, immer noch nicht. Jetzt machen wir den Salat an. Hey, du geiler Salat. Ja, so ein kleines Schwabbo Öl hier dran. Oh, Alter, wieder eine Luft hier drin. Du sagst aber auch nichts. Hättest du mal Bescheid sagen können. Hm? Ich wasche das gleich ab. Du bleibst da, wo du bist. Naja, so ganz sauber habe ich hier auch nicht gearbeitet. Beim letzten Mal habe ich das manuell gemacht gestern, als ich sie ausprobiert habe. Aber hier gibt es auch ein Preheat-Programm für die Hausfrau von heute. Hä? Menü. Ah, Menü, guck an. Preheat. Gib Feuer. Okay. Und kommt bitte nicht auf die Idee. Und packt... Ja. Ja. Alter, du bleibst erstmal so. Digga. Ui, guck mal an. Umso einfacher das nachher beim Schmelzen. Schmilzen? Naja, sucht euch das Richtige raus. Wow. Oh, hier mal einen kleinen Schwappen Öl. Oh, ist das eine Scheiße hier, ey. Nee, ich weiß, du hast da tierisch Bock drauf, aber geht nicht. Komm, geh mal weg da. Geh mal vom Handtuch weg. Schön brav sein. Kein Quatsch machen, sonst dürft ihr beim nächsten Mal nicht mehr dabei sein. Hey, hört auf damit. Cool bleiben. Mit einer der häufigsten Sprüche. Ich kann euch nur die Tür zeigen. Durchgehen müsst ihr selber. Was ein Scheiß, ey. Na, wenn ihr Größeres habt, dann könnt ihr das schön entlangschaben in dieser Kuhle, wo das Kerngehäuse drin sitzt. Kerngehäuse sage ich die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Wo auf jeden Fall die Kerne drin sind. Die Kernmasse, die Kernpampe. Einfach irgendwie drauf. Kein Schönheitspreis. Wie immer. Mittlerweile müsstet ihr das erkennen. Hier läuft sogar noch das Eigelb raus. So ganz minimal. Na gut, es ist wachsweich geworden. Habe ich mir vielleicht ein bisschen viel Zeit gelassen. Und weil meine Videos immer so gut vorbereitet sind und ich die Zutaten immer vorher schon erkläre, hole ich mir jetzt mal den Rest dran. Dafür braucht man auch gar nicht so viele Zutaten. Und zwar zum einen braucht man, naja gut, diese Zwiebel spielt auch so ein bisschen so eine kleine Nebenrolle. Aber man braucht, Brokkoli und gleich Cola nachgießen.
Ja, ich meine, ihr habt die Flasche eben gerade gesehen, also lasst ruhig so 250 Milliliter sein. Eine gefühlte Ewigkeit später stelle ich gerade fest, ich habe normalerweise mit 1 Kilo Chicken Wings gearbeitet. Deswegen ist das ziemlich viel Soße und hat auch sehr lange gedauert, bis es reduziert ist. Für 500 Gramm nehmt ungefähr die Hälfte. Was waren das jetzt, so 125 Milliliter dann für euch, wenn ihr 500 Gramm nehmt? Ja, ich meine, ihr habt die Flasche eben gerade gesehen, also lasst ruhig so 250 Milliliter sein. Die Cola darf auf der Menge ruhig drin sein. Wie immer schreibe ich ein sehr undetailliertes Rezept unten in die Videobeschreibung. Sahne ist durch nichts zu ersetzen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, Sahne zu bekommen, im Magen oder wie auch immer, dann solltet ihr auf jeden Fall Sahne nehmen. Die ist durch nichts zu ersetzen. Nicht anders, und es ist ja gut, dass wir in einer Zeit leben, wo wir so pflanzliche Ersatzprodukte haben. Ey, durch dieses helle Licht, ne, sind die Pommes auch in so perfekten Gelb. Oder auch nicht. Es gibt Fried Chicken. Nichts für die schlanke Linie, wie irgendwie alles gefühlt, was auf diesem Kanal gemacht wird. Ja, das war klar. Das war klar. Nee, komm, gib nichts. Nein. High five. Komm, gib nichts. Gib mal weg. Innen arbeiten, hier das Stück rübernehmen. Ich hoffe, man kann das alles sehen, ne? Also, es tut mir leid, detaillierter geht's leider nicht. Ach Gott. Ja, euch hatte ich ja vergessen. Pass mal auf. So einfach geht das. Hey, da bist du ja. Ja. Tut mir leid mit den Nebengeräuschen, aber das ist immer die Uhrzeit, wo sie was zu fressen kriegen. Müsst ihr mit leben. Darf man auch ein bisschen drin rummatschen. Hey, mach einen Abflug. Weg da. Meine Güte. Na? Na, du kleiner Racker. Hey. Hey. Bevor ich es vergesse. Hier wird schon wieder die ganze Zeit rumgetigert und rumgegaunert. Ja, ja. Hast Bock? Okay, denn die Leute haben gesagt, sie würden so gerne mehr Katzeninhalte sehen. Und sollt ihr natürlich auch gerne bekommen. Einmal kurz zur Vorstellung. Das Große hier ist Stella. Ein Jahr älter als die kleine Mia da drüben. Die wachsen aber auch nicht mehr, die sind schon ein paar Jährchen älter. So. Entsprechend dieser Aussage können wir jetzt auch schon mal das Spiegelei fertig machen. Und ja, großartig, ich benutze Öl für mein Spiegelei. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt du was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Jetzt kommt der kleine Scheiße hier nämlich zum Einsatz. Könnt ihr denken und sagen, was ihr wollt. Für mich gehört er einfach in eine richtig kräftige, eklige, saftige, fette, schlonzige, was auch immer, Käsesoße. Dann ist auf jeden Fall Temperatur erreicht und dann geht's los. Kinders, ich bitte ein bisschen Ruhe. Bitte, nur so ein bisschen. Ihr könnt hier an die Soße übrigens alles das dran machen, wo ihr Bock drauf habt, ne? Also wenn ihr da irgendwelche Gewürze habt, die ihr euch da drin gut vorstellen könnt. Einfach alles rein. Scheißegal. Dazu gibt es kein Rezept. So, kleine Katze, geh mal bitte raus. Na komm. Raus. Och, lass dich doch nicht bitten jetzt hier. Hier habe ich ein bisschen gefuscht, ne? Versucht gerne so viel Fleisch wie möglich mitzunehmen. Das gestehe ich mir an der Stelle gerne ein, dass ich da ein bisschen gefuscht habe. Sehe hier meinen alten Techniker und Sportlehrer fast um die Ecke springen, der mich als Fuscher bezeichnet. Ja, tut sie, und sie macht den ganzen Kram sogar wieder sehr fest. Oh fuck. Oh, da habe ich ja wieder was angestellt hier. Nachdem ich die Soße jetzt erfolgreich angedickt habe, muss ich nochmal nachschütten. Nützt nichts, Kinders. Wäre es ein Rezept und würde es immer alles funktionieren, wäre es nicht dieser Kanal. Oh, was sagt denn die Uhrzeit überhaupt? 18.03 Uhr. Seit 3 Minuten läuft das Lapskaus-Video bei YouTube. Ist seit 3 Minuten verfügbar. Das hier ist ja jetzt sozusagen schon fast eine Satisception. Und draußen geht gerade richtig die Luzi ab. Selbst das Wetter spielt verrückt, wenn Satisfried eine neue Folge rausbringt und dreht zur selben Zeit. Die Naturgewalten sind aus dem Gleichgewicht gebracht. Alter! So, da werde ich das Hähnchen jetzt einfach reinfeuern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Holzstäbchen mich hier verarscht. Aber egal, das wandert da jetzt einfach rein. Oh, guck an, guck an. Habe ich mich täuschen lassen. Kinders, passt bloß auf zu Hause, ja? Das ist echt kein Spaß. Oha, oha, was habe ich denn? Ich habe noch nie in einem Topf frittiert, verdammt. Oh nee, ich wollte mir das da über den Kopf reinstellen. Habe extra den Deckel drauf gemacht. Na, der ist wieder abgefallen. Ärgerlich. Ja, da finde ich eine Lösung für. Oh ja, Mann. Wie immer werde ich hier natürlich von hungrigen Augen angesehen. Hey. Und hier. Ist was zu erzählen? Aber ich sag euch, wie es ist. Alter,
war heiß, aber das schmeckt so geil. Ja, ne, also ich halte es mal so ein bisschen hoch. Man sieht, hier ist noch so ein leicht rosener Kern, was für Hähnchen natürlich nicht geil ist. Oh, shit. Das sieht gut aus. Käsesoße. Soße. Jo, moin. Einmal sauber machen zum Mitnehmen, bitte. Boah, das sehe ich doch schon wieder durch die Gegend fliegen, wenn ich daran ziehe. Nein, ja oder so. Wir sehen uns dann morgen wieder. Für euch bedeutet das nur ein kleiner Cut. Toll, jetzt wollte ich gerade ganz cool schnipsen und damit den Übergang machen. Hi. Hey. Den auskühlen und dann packe ich es gleich in den Teller und mache den üblichen Endcut mit einer viel zu unscharfen Kamera in einer möchtegern Zeitlupe. Bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Andersrum, guten Appetit und bis zum nächsten Mal bei Satisfried. Haut rein. Einfach Licht ausmachen, dann ist es ja quasi wie sauber und weg.